Herzlich willkommen zum Sonntagsgespräch auf Ilan 24. Heute haben wir einen Gast, der pensioniert ist, aber überhaupt nicht langweilig hat dabei. Valentin Luzzi heisst er, ist Präsident von Palottis, bei der Pferdezuchtgenossenschaft dabei. Dann macht er noch Musik. In der Musik ist er auch noch engagiert, im kantonalen Musikfest ist er noch dabei gewesen. Ja, du machst eigentlich viel, oder? Hast du so zu langweilig aus? Ich bin nach wie vor gerne engagiert. Mhm. Ich tue nach wie vor gerne etwas mitgestalten, wenn man etwas für die Öffentlichkeit tun kann. Für die anderen ist es mir ein grosses Anliegen, da können mitzuwirken im positiven Sinn. Mhm. Aber dann ist der Plan nicht so gut aufgegangen, dass du dich eigentlich früh pensionierst. Du bist ja ein bisschen früher gegangen. Früh pensionieren lassen. Also hast du es anders vorgestellt vorher? Also ich habe mir vorgestellt, dass ich noch mehr Sachen für mich selber tun kann. Ja. Und jetzt frisst mich alles andere fast auf. Ohne, dass ich meine Arbeit selber machen kann, alle. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine Reserve, wo du noch weißt, du hast es zu tun. Mir wäre nicht wohl, wenn ich nicht wüsste, was am anderen Tag tun. Da will mir nicht. Und ja. Darum tue ich mich sehr gerne engagieren für Verschiedenes. Es ist dann gerade recht viel gekommen, dass ich verschiedene Worte Nein sagen haben müssen. Aber ich bin ein Leben in der Pension, haben wir schon auch vorgestellt. Wo man nicht nun irgendwie den abgestellt ist und es langweilig hatte und in ein Loch geriet, das ist in keinem Moment der Fall gewesen. Mhm. Weil ja, man hat ein bisschen viel Fantasie und dann sieht man auch vieles, was man machen könnte. Mhm. Ja, wir haben ja einmal im letzten Jahr zu tun gehabt. Du hast ja die Amelioration nochmal anstoßen. Ist das hart für dich, um zu sehen, dass es dann halt gleich so abgeschmettert worden ist von der Bevölkerung? Ich habe mit dem rechnen müssen, dass das nicht angenommen wird. Ich habe unter der Bevölkerung die Gelegenheit gegeben, weil wir gerade vor einer grossen Investition gestanden sind. Und wenn die Bevölkerung sich dazu entscheidet, sie wollen das lieber selber zahlen, anstatt 50% vom Kanton und vom Bund zu bekommen, dann ist das die Entscheidung der Bevölkerung, nicht von mir. Mhm. Ich habe nichts davon für Belloration im grösseren Stil. Mhm. Andere hatten etwas davon. Ja. Aber ja, dein Haus ist nicht einmal dran. Nein, mein Haus ist nicht einmal dran. Und die Besucher, die ich von der ganzen Welt bekomme, die müssen dort auch nicht fahren. Ja. Also, mich müsste das am wenigsten interessieren. Mhm. Aber es ist halt immer so ein bisschen, gewisse Sachen klingen, gewisse Sachen nicht. Oder? Dafür ja. hast du Cheers draussen, etwas, das jetzt gerade sehr gut funktioniert. Wie ist das zustande gekommen? Bist du dort auch angehauen worden? Hey, wir sollten noch mal jemanden haben, der Troubleshooter macht. Es ist zuerst ist das überlenkt. Die vorige Präsidentin war über viele Jahre gewesen, hat viel Gutes geleistet auch und hat dann irgendeinem Schluss sind dann verschiedene mit der Konstellation nicht mehr zufrieden gewesen und sind dann auf mich zukommen, ob ich würde allenfalls, wenn ich zu einer Ablösung komme von der Präsidentin, ob ich da würde kandidieren und sie unterstützen, um da weiterzukommen. Die Schule hat in den letzten Jahren recht schmal durch die Türen müssen, weil die Schüler, die gekommen sind heute, die sind nicht mehr intern, die gehen heim, die gehen auf Ardetzheim, die gehen auf Drinheim und über weite Strecken, sind nicht mehr im Internat und das hat die finanzielle Lage sehr angespannt. Und jetzt hat man eine Lösung gefunden, indem dass man eben das Internat der Zürcher Gymnasiasten kann vermieten kann und so hat man eine Auslastung und das gibt ganz eine andere finanzielle Situation. Und die hier einzusteigen, haben sie mich gefragt, weil es eben auch personell recht intern Schwierigkeiten gegeben hat, ob ich da würde einsteigen würde, um die Nachfolge zu übernehmen. Mhm. Ist dir dann auch gerade von Anfang an ein grosses Anliegen gewesen, enger mit der EMS wieder zusammenzuarbeiten? Oder mit einem anderen Bildungsinstitut? Oder ja, was es halt gibt. Cheers! So, man das ist, Palottis wieder ein bisschen also auf der einen zentraler. Seite ist denen
die dort für die Schulleitung angestellt worden sind, also ein grosses Anliegen gesehen, dass man auch wieder mit dem Bildungszentrum ins Dorf, ins Tal einkommt. Dass man von dem redet, dass man das sieht und dass die Schüler, die dort sind, auch am Dorfleben teilnehmen. Das ist von ihnen schon ein grosses Anliegen und das kann ich nun unterstützen. Mit der Mittelschule hat man schon alle Kontakt gehabt, weil man zum Teil für die Unterkünfte in der heutigen Konstellation nicht mehr genügend Platz hat und darum die Sachen bei der Mittelschule die Zimmer nutzt. Auch für Mittagessen zum Teil kann man dort Sachen, Synergien nutzen und gegenseitige Auslastung verbessern. Mhm. Und da sind wir jetzt auch da dran. Wir sind jetzt auch, wir sind auch im Gespräch mit der baulichen Veränderung vom Altersheim, dass man dort noch Sachen bringt. Wir hätten jetzt Möglichkeiten, wie sich abzeichnet, dass wir sogar mehr Schüler überkommen könnten in Zukunft. Nicht nun allein das Brückenangebot für also soziales Brückenangebot für 10 Schuljahre, sondern sind auch für Migration hat es recht einen Haufen, die anstehen, die schon genug Deutsch können, dass sie eine Ausbildung machen können, respektive ein Übergangsjahr für eine Ausbildung. Und da wie im Amt für Migration doch jetzt vermehrt auch wollen sie mit das Palotis dazu nutzen. Also ist das Präsidium dort dann eigentlich gar nicht mehr so, dass man einfach den Titel hat und einmal im Jahr an der Versammlung Zahlen abliest. Also du tust dich fest integrieren in dem Ganzen eigentlich. Also es ist willst schon ein bisschen etwas reissen mit dem Palotis, habe ich das Gefühl, ne? Ja, es ist... Falscher Begriff vielleicht. Nein. Es ist natürlich der ganze Vorstand zücht an dem. Mhm. Mir ist wichtig, dass wenn man einem Vorstand ist, dass nicht nur der Präsident redet und tut, sondern dass der ganze Vorstand tut. Und wir sind bis an Benjamin Perdil sind alles neue Vorstandsmitglieder, weil die anderen sind alle abgetreten. Und das führt jetzt auch dazu, dass man alle die Schulleitung auch mitträgt und darum natürlich auch relativ intensiv Sitzungen hat. Einmal monatlich und zum Teil aber mehr, wo wir zwischendrin miteinander und wir versuchen die Schulleitung probieren auch operativ zu unterstützen, wenn der Bedarf da ist. Mhm. Wo siehst du, du hast angetönt, dass die Chance gross ist, dass wir noch mehr Schüler kriegen. Wo siehst du denn du das Palotis? Ich würde sagen, in 5 oder in 10 Jahren. Das mit den Zürcher, wo recht ein Anteil ist und auch finanziell für uns doch interessant ist und auch der Gemeinschaft interessant ist, das wird bleiben. Das ist ein 10-jähriger Vertrag. Wir würden gerne, wenn wir können, das mal das Internat auslasten. Das sind wir das alte, im alten Gebäude. Das haben wir jetzt schon ausgelastet. Und wir wollen, wenn es geht, den Schulbereich noch vergrössern, wenn wir das können. Mit Räumlichkeiten, wenn sich die abzeichnen, dann würden wir dort dann ausbauen. Weil wir erachten gerade die Aufgabe, die da ist, auf der einen Seite für das zeichnende Schuljahrbrückenangebot ist wichtig. Das sind die, die zuerst mal eine Lehrstellung gefunden haben oder zuerst mal durch das Sozialnetz gekommen sind. Und jetzt können eingeschult werden, vorbereitet werden für eine Lehrstelle und auch gecoacht werden, einzelcoacht werden für eine Lehrstelle zu bekommen. Und zwar die Richtung, die auch ihnen entspricht. Wo lernen auch in eine WG zu gehen, in eine WG jetzt recht zu finden, einfach mit allgemein so praktischen Lebenssachen werden die ausgebildet und das gibt ihnen eigentlich einen sehr guten Rucksack, um dort ein solides Lehrverhältnis zu starten. Für das sehen wir grosse Chancen. Wir haben jetzt gesehen, dass Katzis mit dem aufgehört hat, weil die Jahrgänge zurückgegangen sind. Mhm. Man hat aber dort, wo man jetzt gerade die Jugendlichen, die Migranten-Jugendlichen, die aus gerade Afghanistan jetzt recht viel kommen, das hat ganz tolle Leute darunter, wo wir könnten dort interessante Lehrstellen anbieten, wo man auch nachher tüchtige Handwerker, aber auch in verschiedenen Richtungen Leute bekommen. Und denen können wir da einen tollen Einstieg bieten. Ist das vielleicht auch so ein bisschen der Grundgedanke, dass die nachher
vielleicht auch im Tal ihr Glück finden. Also weißt du, so, dass er ein bisschen vermittelt mit Lehrstellen im Tal und dass sie dann längerfristig vielleicht sogar da bleiben, findest. Also, weil die Schule da ist, sind Lehrstellen, die im Tal sind, sicher vordergründig, aber wir arbeiten ganz bewusst über den ganzen Kanton. Mhm. Und es hat auch St. Galler Oberländer, die hierher kommen, auch einzelne Schüler. Und das möchte man natürlich offen sein. Im Grunde genommen haben wir nicht direkt eine Kantonsgrenze, aber es ist vom Finanziellen her, weil es natürlich bezahlt für Bildung läuft, ist ganz klar, dass dort eine gewisse Kantonsgrenze da ist. Aber Lehrstellen sind jetzt meistens dort bei denen, die aus den Heimen sind. Das kann ein Buschlaf sein, das kann ein Misog sein. Mhm. Aber auch naheliegender ist natürlich, dass verschiedene auch gerade von diesen Migranten, die natürlich auch hier eine Lehrstelle machen. Mhm. Und wichtig ist dort halt schon die Sprache. Das ist das A und O. Für ja, nein, es dünkt mir einfach, also da ist ein riesiges Potenzial vorhanden, um auch wieder ein bisschen jüngere Leute ins Tal locken, auch, oder? Weil, es ist, wir müssen der Wahrheit schon ein bisschen ins Gesicht schauen, dass das meistens so die, also wenn jetzt du zur Schule rauskommst, machst du eine Lehre irgendwo vorne draussen und kommst erst wieder zurück, wenn du selber wieder Kind hast, oder so, in der Regel, oder? Ja, das ist das Phänomen ein bisschen vom Berggebiet. Ja. Allgemein also, ein bisschen los. Du hast ja auch ein, zwei Kinder, oder? Und es wohnt, glaube ich, keiner mehr in Prättigau, oder? Keine. Im Moment, oder? Nein. Oder es kommt einfach die Phase, wo jeder sagt, nun auch weg und ja nicht daheim. Ja. Und der Phase sind wir jetzt. Es ist natürlich bei allen Eltern hoffend, dass ihre Kinder wieder einmal zurückkommen. Mhm. Aber so wie es jetzt bei uns im Moment aussieht, von allen sechs Kindern sieht es keins, wo jetzt gerade würde zurück ins Tal kommen. Da leben ist noch überraschend. Mhm. Man will keinem im Weg stehen. Trotzdem müssen wir natürlich schauen, dass wir auch wieder Arbeitskräfte im Tal überkommen. Mhm. Man probiert natürlich denen da an Palotis und darum tut es mir gute Sache. Wir kommen derige, die an sich ein Heim suchen. Das sind die, die da kommen, sind wenige von Familien, sondern sind zum Teil Einzelleute. Und die wählen sich dann natürlich irgendwo gemäß der Arbeitsstelle einen Arbeitsort. Ja, und es ist eine Möglichkeit. Neuer Lebensmittelpunkt. Ja. Ich meine, von denen, die jetzt die sozialen Brückenangebote jetzt 10 Schuljahre, das sind zu rechnen, dass die wieder zurück in ihren Ort gehen. Aber eben bei den anderen wäre es sicher möglich. Mhm. Und man hat jetzt denen auch speziell für Schulleitung vom Jan Töni ein grosses Anliegen, dass die hier da eine gewisse Berührung bekommen. So haben die jetzt da eine Agrarische mitgeschafft. Dass sie so ein bisschen die Leute kennenlernen. Die Gruppe wird auch wieder am kantonalen Musikfest 8.9. in Klosters wieder mitschaffen, dass die einfach Berührung überkommen. Mhm. Man tut denen auch Cheers, schaut man, dass die Kontakt zur Dorfbevölkerung mit den Volleyballturnier oder irgend so was die durchfühlen. Mhm. Die wird man geben. Also wir haben sind so regelmäßig geplant, eigentlich so Geschichten. Ja. Aber das ist eben nicht nur einfach so, dort ist das Palotis und da ist der Rest vom Dorf so. Oder? Ja, wir haben jetzt auch so ist es eben irgendwie in den letzten paar Jahren fast ein bisschen gewesen. Ja, genau. Das wollen wir ein bisschen brechen. Also da ist es von ihm ein grosses Anliegen, es ist aber auch vom Vorstand ein grosses Anliegen, dass man da das wirklich, dass man das lebt. Gerade Schiers, wo man mit der Mittelschule, mit allem, dass das mit dem Dorf lebt. Und dass man da nicht Grenzen machen zwischen den Einzelnen oder irgend so. Mhm. Wir haben es eben auch dürfen erleben, wie zum Beispiel im Altersheim Klosters, da ist einer von diesen Migranten, hat dort können sich vorstellen, eine Stunde später hat er seine Stelle gehabt. Sensationell, oder? Also das ist einfach so können wir Leute behalten. Ja, also hat es doch irgendein so ein Ding. Ist dir das Palotis auch so ein bisschen wichtig, weil ihr, Luzi, so ein bisschen das in der DNA habt mit der Bildung der Leute? Ja, man ist halt aufgewachsen, ist man im Bildungswesen. Ja. Wir sind Onkel und Tantas und Onkel und Besen und Cousinen und Geschwister, die sind wir an den 14 Lehrern gewesen und darum ist das Lehrerberuf schon ein bisschen drin.
Und das Engagement, das wir haben, das haben wir von den Guyana von Fidri schon mitbekommen. Und darum ist schon auch bei unseren Kindern wieder ein volles Engagement da, weiterzuwirken. Das ist ein bisschen, ja, vielleicht das Familienübel oder man kann vielleicht auch zum positiven Nutzen. Für mich ist das lustig. Wir gehen Gäste nie aus. du machst noch etwas anderes. Du bist da bei dem, also in der Holzindustrie bist du auch ein bisschen tätig oder mit dem Holzrücken. Und bei der Schweizer Berghilfe bist du jetzt auch noch seit kurzem. Wie ist es da dazu gekommen? Also, dann ist dir die regionale Entwicklung oder irgendwie so, ist dir doch auch ein Herzensanliegen in dem Sinn? In den 20 Jahren, wo ich beim Amt für Landwirtschaft zuständig war für die Landwirtschaft, war das nicht nur eine Landwirtschaft, sondern das ist eben auch ein bisschen in der ersten Verarbeitungsstufe haben wir Förderung betrieben. Ich konnte vom Kanton dort Förderungsgelder einsetzen, gezielt. Und darum ist Verkauf, Metzgerien, Müllerien, Holzverarbeitung, ist ja dort schon mit dem in Berührung gewesen und da hat man probiert, dort zu fördern. Ich habe beim Amt nicht nur 220 Millionen Beiträge jedes Jahr rechtfertigen müssen und auszahlen, sondern eben dort habe ich viel können machen. Und darum ist mir jetzt in der Pension ist Berghilfe und vom Experten über Berghilfe ein interessanter Job noch. Das gibt 30 bis 40 Projekte pro Jahr, aber die macht man nicht in der eigenen Region. Ich bin jetzt für das Glarnerland zuständig, Zürich-Oberland und Thurgauer Hinterland. Ja, und sonst wäre es dann schon ein bisschen eine Mischlerei, wenn ich so sagen würde. Hat es auch nicht wollen. Eine Million für Kübelis. Ja, so ein Experte setzt doch 10 bis 20 Millionen um. Ja. Nachher, weil die Schweizer Berghilfe kann doch Beiträge von 30, 35 Millionen sprechen pro Jahr. Mhm. Das ist schon, und das nicht nur in der Landwirtschaft, sondern natürlich auch im Tourismus und gewissen Gewerbe. Betrieb, wo man auch, also es geht um Arbeitsplätze fördern im Berggebiet. Und da trifft man an eine andere Gegend, andere Leute, die man zum Teil kennt. Und ich kann jetzt die Gebiete wirklich mit den Leuten dort arbeiten. Und das, denen zu wissen, was man bis jetzt im Leben gesammelt hat, kann man dort weitergeben. Und da sind 30 Kollegen in der ganzen Schweiz, wo man mit denen zusammenarbeiten kann. Mit denen hat man früher beruflich zum Teil zusammengearbeitet, aber da hat es für Swisscom CEO, da hat es vom Tourismus Leute, die in Führungsstellungen waren, mit diesen Leuten ist es einfach interessant zum Austauschen und sehen, wo der Karren läuft und wo man wirklich kann gut fördern kann. Das ist eine wunderbare Gruppe. Man darf dort bis 75 Jahre man dort voll mitschaffen. Ah, das ist ja gut für dich, oder? Ja, das geht jetzt daran. Für mich gibt es das daran. Ja. Und jetzt ist das Jahr mit 66 Jahren fängt das Leben an. Und jetzt kann ich da eigentlich voll drin. Jetzt erst, das war nur das Vorspiel. Jetzt geht es ab. Ja, ich muss dich halt gleich noch schnell fragen. Jetzt in deiner Gemeinde tretet Ende Jahr der Gemeindepräsident zurück. Hast du dir das schon überlegt, ob das vielleicht auch noch eine Variante wäre? Weil, also mit der Melioration hast du ja schon mal ein grosses Thema angestoßen und bist auch sonst schon, im Grossrat hast auch schon kandidiert. Genau. Also politisch wäre das vielleicht auch noch eine Variante für dich? Ob jetzt im Gemeinderat oder als Gemeindepräsident zu kandidieren? Du, ich suche jetzt das nicht gerade in erster Linie. Ich weiß auch nicht, ob ich da ankommen würde bei den Leuten. Ich meine, das andere war thematisch, das habe ich aus dem Thema gemacht. Mhm. Es wird nicht ganz einfach sein, es wäre zu suchen. Man muss aber sicher dort ein Wer finden, wo sich Zeit nehmen kann für das Ganze. Bin ich eigentlich relativ gut ausgelastet. Wenn man dann irgendwas so in Frage käme, müsste man sicher dann über die Bücher und gewisse Sachen müsste man abgeben. Aber im Moment tue ich mich jetzt nicht um das reissen. Mhm. Weißt du, kriegst ja pro Nein, kriegst du eine Pralinen-Schachtel oder so irgendwie, habe ich gehört. Wo ich absage, ja. Ja, genau. So, ja.
Also, das gibt einmal eine Praline Schachtel, oder? Oder einmal eine halbe, oder? Ja. So. Ja. Ich bin zwar Zianat bis jetzt möglicherweise auch als Oppositioneller aufgetreten, das ist auch möglich, ja. Aber das ist mir eigentlich relativ gleich. Ja, also, aber ich denke, es wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein, wo die jemand gefragt hat, oder? Ob der Gemeindepräsident auch noch etwas wäre für dich. So. Ja, ja. Also nicht mir, das erste und nicht das letzte Mal. Mir ist schon gesagt worden, nehme ich alles und ich möchte das aber auch nicht alles machen. Ja. Also wo muss man auch die eigenen Dinge haben und einschätzen können, ob man überhaupt die Kraft hätte für sowas. Mhm. Ja. Ja, vielleicht noch so zum neuen Thema anschneiden. Eben bei der Pferdezuchtgenossenschaft bist du auch noch dabei. Wie kommt es zu dieser Faszination für Ross? Ich bin schon früher, vor 25 Jahren, habe ich ja den Reitplatz gemacht, zu Grüsch, mit Rolf Hannemann zusammen. Ich habe die ganze bauliche Sache dort gemacht. Ich war auch dort im Vorstand, weil ich die Multierzucht das Projekt geleitet habe. Dann habe ich leider, nachdem ich gegangen bin zum Kanton, also zur Verwaltung, ist denn das weggefallen. Respektive der Nachfolger hat nicht mehr realisiert, dass das weitergegangen ist. Und darum habe ich dort eine Albig-Beziehung. Es hängt auch ein bisschen mit dem Platz zusammen. Und probiert bin ich dort jetzt noch stark dran, um da wirklich im Vorstand und das Ganze zu konsolidieren. Und alle, die da Platz ist, ist eben auch, dort sollte man etwas machen. Und das ist noch ein bisschen ein Hauselupf in finanzieller Hinsicht. Aber alle, die dort sind, zu Grüsch auf dem Platz und die Genossenschaft hat an sich Freude an der Sache. Und sind eigentlich alle rühmen das sehr, was wir jetzt auch hatten. Gerade auch Grieschen ist das mit dem vielfältigen Programm, das wir jetzt zusammengestellt haben, ist das eigentlich sehr gut angekommen bei den Leuten. Das war eine super Werbeaktion für das für die ganze Ding dort. Ja. Was sind jetzt so deine Ziele noch, die du in diesem Jahr hast? Das ist jetzt einmal das kantonale Musikfest gut über die Bühne zu bringen, ohne da die Infrastruktur herzustellen. Ich habe da eine super Unterstützung am Urs Hartmann von so Neues, wo mir da sehr mithilft. Und alle miteinander, glaube ich, bringen wir das Ganze gut über die Bühne, wenn das Wetter noch mitmacht. Das ist jetzt einmal ein grosses Ziel, das wir haben. Und das Weitere mit meinen eigenen Arbeiten, die ich vorhabe, mich auch noch zu widmen, das wäre jetzt einmal ein Ziel. Ach, das machst du auch noch? Das wäre jetzt so der Teil, den wir jetzt einmal vorgenommen haben. Und sonst kommen sicher wieder andere Sachen. Ja. Also, da bin ich. Und nicht was mit Ruhestand. Was ich muss, ist mein Pickup jetzt dann einmal. Der will jetzt da verlangen, mal von Rost befreien. Das ist einer. Ja. Den muss ich ganz auseinandernehmen. Das ist mein Ziel. Das ja, gut. Ja, und eben mit Praline kommt man auch nur feiss, oder? Hey, das ist ja super. Danke vielmals, dass du da bist. Bitte gerne geschehen. Und viel Erfolg weiterhin bei deinen hunderten Projekten. Ja, gell? Danke. Gut. Das war schon wieder vom Sonntagsgespräch mit dem Valentin Luzzi auf WLAN 24. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.